Und es geht wieder weiter. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Diesmal starten wir direkt mit Skyrama. Später ab 18 Uhr gibt es natürlich noch GTA Warplay. Für die Leute auf YouTube, herzlich willkommen zur neuen Folge von Skyrama. Wir dürften aktuell in Folge Nummer, lass mich lügen, 63? Ey, wir haben die 60er übertroffen. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass diese Streams, die jetzt immer kommen werden, in Kombination von Skyrama und GTA Roleplay, auch gut geschnitten wird. Sprich, entsprechend bei Skyrama sind es mehrere Folgen, aber immer noch ein Stream. Daher nicht wundern. Und es könnte sein, dass die Folgen entsprechend unterschiedlich lang sind, individuell, wie ich die entsprechend schneide. Genug Organisationskram und wir wollen direkt durchstarten. Wir drehen am Roulette. Und bekommen Passagiere. Wir haben aktuell noch 3900. Mal gucken, wie viel davon nachher bleiben. Happy Hour, schön und gut. Brauchen wir aktuell nicht. Interessiert nicht. Wir haben Zurück in die Vergangenheit immer noch. Das ist ganz gut, weil wir haben aktuell 6 Eventpunkte und wir wollen ja uns die beiden Hintergründe auf jeden Fall noch holen. Im besten Fall natürlich noch mehr. Eine Freundschaftsanfrage direkt mal zustimmen. So. Wir haben auf jeden Fall noch einige Flieger, die jetzt wieder zurückkommen wollen. Gut, dass die auf jeden Fall noch warten. Das ist gut für uns. Hallo. Jo. Das kommt hin. Ach ja. So, wie gesagt, RP gibt es erst um 18 Uhr. Wir fangen erstmal mit Skyrama an und tun hier erstmal die ganzen Flieger landen. Noch ein paar Helikopter. Und mal gucken, was alles heute noch kommt. Oh, Lager wieder leer. Toll. Und das waren gerade Souvenirs. Nee, Verkäufe. Nein! Fuck. Egal. Erstmal schnell die Lager auffüllen. Dass ich jetzt die ganzen Frachter vergessen habe, ist blöd. Alles jetzt. Ja. Erstmal ein bisschen Platz nochmal schaffen. Damit ich die Frachter landen kann. Das sind die. Und den hier. So. Silber, check. Gold, check. Müssen aufpassen, dass ich nicht irgendwas. Das, na gut, das waren so wenig, das geht. Hier noch ein bisschen Wolle. Perfekt. Gut, Lager sagt, haben etwas. So. Können wir hier schon mal auffüllen? Und die Frachter sind dran. Wieder. So. Ach, da. Ahoi. Ja. Und Vorder können wir auch wieder verwenden. Wir wollten aber erstmal hier ein bisschen pushen. Das heißt. Dich. Dich und dich. Und dich auch noch. Ist noch ein bisschen da? Nice. Gut. Ja. So, ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereiten wieder. Dich tun wir. Dann dürfen. Genau, perfekt. Dann ist das auch hinüber. Gut, ich sehe Napoli. Habe ich ja fast vergessen. Okay. Gut.
Hier haben wir wieder ein paar Verkäufe gepusht. Für das nächste Level. Gut. Aufhältigungszeit. Oh ja, das war der Blick Charter. Alpha Charlie, Coin Corder. So. Wir haben ja noch ein paar Flieger in der Pipeline. Und auch noch ein paar mehr Frachter. Waren das alle? Ja. So, dann noch hier die XP-Flieger. Muss hier gerade warten wegen den Frachtern. Ist ein bisschen blöd. Die XP-Flieger kann ich aber jetzt schon abfertigen. Da die keine großartigen Verkäufe antreiben könnten. Das sieht nice aus. So. So, perfekt. So. Oh. Oh. Der hat einen Verkauf. Okay. Gut. Dann kann ich die hier anstoßen. Kann ich hier auch abfertigen. Und wieder leer. Nice. Und das Lager auch. Toll. Wir hatten hier noch 180 Baumwolle. Baumwolle. Dann brauchen wir Wolle. Wolle kriegen wir wo? Eier? Okay. Baumwolle? Nein. Hab ich doch irgendwas wieder übersehen? Spanien. Okay. Schicken wir dich los. Und eine Reihe Eier. Was machen wir jetzt mit so vielen Eiern? Gute Frage. Es fehlt immer noch Kakao. Ist bei euch vielleicht Kakao drin? Mal gucken. Irgendwas habe ich wieder. Keine Ahnung. Das war der Tagesquest. Ja, bei mir ist alles gut. Ich muss halt zwischenzeitlich einfach nur arbeiten. Bei Spätschichten fällt es mir halt gegebenenfalls ein bisschen schwerer, überhaupt irgendwie arbeiten zu können. Im RP. Deswegen. So, euch wie voll. Ach scheiße, die mittelgroßen sind belegt von denen. Warum? Da war ja was. Mist. Kriegen wir das in 2 Stunden 45 hin? Es sind nur Daten und Flugzeuge. Das kriegen wir hin. Was steht hier? Die Cargos müssen wieder los. Nice. Viel Erfahrung wieder. Die bringen was. So. Da die weg sind, können die auch endlich aktiver werden. Und ich kann den nächsten landen lassen. Oder der Rest, besser gesagt. Vielleicht könnte ich ja mal Discord öffnen. Vielleicht will sich jemand dazu gesellen. Wieder alles voll toll. Hey, Discord macht wieder Updates. Wow. Dass sowieso keine Verkäufer mehr da sind und fast keine Waren. Frage. Warum habe ich so viele Eier und kein
Ich frag dich nach. Das zum Thema Mitverkäufe. Toll. Ja, gut. Ah, so das Ding. Gibt's irgendwas Neues? Noch nicht, warte. Erstmal hier. Können die auch gefertigt werden? Ist noch in Produktion? Okay. Lachen lässt sich nicht mehr kurz hier. Gastro Home Food Update. Es gibt ein Gastro Update? Da muss ich mir später noch reinlesen. Tue ich gleich mal, wenn wir zwischenzeitlich mal hier ein bisschen Luft haben. Dann tue ich mich hier mal reinlesen, was alles an Neuerungen gibt. Ach du liebe Dinge. Ah, ne. Also. Kurz mal überfliegen. Fertigen. Tut mir leid, falls ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin, aber ich bin gerade am Wichtiges was durchlesen, was später relevant wird. Deswegen muss ich auch entsprechend aufpassen. Okay. Okay. Interessant. Okay. Weiß ich in der Beziehung schon mal Bescheid?
Jetzt kann ich mich wieder auf Skyrama konzentrieren. Sorry nochmal dafür. Ich musste gerade noch was Wichtiges durchlesen. Das erkläre ich für die Leute für GTRP später. So. Wo war ich stehen geblieben? Wir müssen hier ein paar Länder anfliegen. Schweiz, Frankreich. Okay. War ich in der Schweiz? Hab ich auf den ersten Blick nicht. Okay, aber Frankreich. Niederlande. Ja. Einmal Frankreich. Okay. Ich weiß aber sowieso, dass da war nichts Besonderes passiert. Okay. Lager. Ja. Yeah. Braun Kakao. Wo war das? Als ob sich das jetzt geändert hat. Irgendwo muss ich doch Kakao haben. Alter, was ist denn? Hä? Verstehe ich nicht. Geh nochmal ganz vorne. Oh, nix. Komisch. Hatten die Level Up? Hat Level Up. Mist. Oh, jemand online. Nice. Ja, muss ich jetzt mir ein neues Land suchen für Kakao. Das ist blöd. Aber unausweichlich. Gucken wir mal kurz in die Schweiz. Was für eine Überraschung! Okay, dann nehmen wir Schweiz. Nehmen wir hier. So. Dann können wir auch gleich alles andere. Weißt du was? Machen wir mal kurz. Können wir mal? Könnten wir gegebenenfalls noch brauchen, deswegen. Also. Also 4 haben wir schon mal. 5, 6, 7, 8, 9 und die Rahmenregelung. Okay. Perfekt. Geht nur nach Frankreich. So. Frankreich hat, glaube ich, Mehl. Mehl brauchen wir auch. Nee. Hat Wolle. Ja gut. Ich gesagt, dass wir Wolle brauchen. Wir brauchen Baumwolle. Hier noch eben Frankreich.
Mach mir einfach kurz und schmerzlos. Ich weiß sowieso, dass die nicht abgefertigt werden von der Gegenseite, deswegen. Halb so schlimm. Es geht nur darum. Weg mit euch. Fangreich erledigt. Schweiz folgt. Dann haben wir hier schon mal 8. Und ich brauche noch Geschenke und Schmuckstücke. Aber die anderen Flieger schicke ich woanders hin. Level passt. 1, 2, 3 und noch weiter. Ist wieder alles voll. Immer ist alles voll. Passagiere eingesammelt. Die schnellen Flieger brauchen wir später noch. Dann haben wir das, den Quest auch bald erfüllt. Und das. Mal gucken. Vielleicht heute Nacht noch. Nach GTA Roleplay vielleicht. Ich brauche eigentlich mal wieder meinen Dienstplan. Diese Woche schon wieder zu viel gearbeitet. Dienstag bis Samstag durchgearbeitet. Und immer Spätschicht. Oh. Mal gucken, wie nächste Woche aussieht. Cargo Global kommt leider mit der falschen Ware wieder. So, die ersten Cargos go und go. Und damit haben wir die Schweiz auch erfüllt. Chaka.
Perfekt. Haben wir noch so einen? So. Zu dem wollen wir. So. Haben wir noch ein paar andere? Ich glaube, er ist mir nicht böse, wenn ich heute mal ausnahmsweise ihm alles schicke. So, wieder Flugfeld voll. Haben wir noch? Die hier halt. Ist aber auch etwas. Boah. Muss ein bisschen versetzt werden. Ein bisschen. Nicht so optimal, würde ich mal sagen. Flugzeuge im Radar. Ach ja, die. Die für Frankreich. So. Ausladen bitte. Einmal auf Startladebahn. Start. Ready for takeoff. So, euch brauche ich später. Um die Sachen hier abzuhaken. Und den nächsten. Das nächste Quartett. Und der Solo-Kämpfer. Da muss ich mir was überlegen. Also bei dem muss ich was überlegen. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal was umbauen. Die sind halt so ein bisschen zu klobig. Flieg und Sieg! Ich glaube, ich habe eine kleine Ahnung. Kurz hier hinpacken. Na.
Fehlt eine Reihe. Mist. Okay. Kann ich hier doch noch mal ein bisschen mehr umbauen. Gucken. So sind die gedreht aus. Gut. Abflug. Abflug. Sieht schon mal gut aus, okay. Muss kurz warten, bis die weg sind. Abflug. So. Umstrukturierung auf Hochtour. So. So. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und... ja, was machen wir mit den anderen? Das hinten noch eins hin? Ja. Gut. Ich weiß nicht, was das bringt, aber naja. Gut. Ja.
Das vielleicht was? Mal gucken. Tendenziell. Ja. Aber nicht wirklich. Liga. Oh. Er schickt mir die Blitze zurück. Schön und gut, aber ich bin noch nicht fertig. Okay. Dann mal ein bisschen flotter. Kann ich hinten eins? Nein. Ja, chill. Raubst mir meine Zeit. Ich sag doch chill. Was denn, wenn? Okay. Da will's jemand wissen. Ich denke mal, das muss irgendwie reichen. Und für da hinten finden wir noch einen anderen. Oh, das sind viele Plätze. Was ist ein Flugzeug?